Auf Frankfurter Seite macht derzeit ein Neuzugang von Erstligisten Schwenningen auf sich aufmerksam. Stürmer Richard Gehlke. Bei seinem ersten Auswärtsspiel in Herne auf Anhieb mit dem ersten Treffer. Im ersten Heimspiel gegen Kassel dann auch mit den Fäusten unterwegs. Dafür gab's prompt eine 2+2+10 Minuten Strafzeit. Eishockey-Einstand nach Maß. Der Sieg gegen den Kasseler Rivalen und die Derby-Stimmung entschädigten den 21-Jährigen aber fürs Strafbankhocken. Ich habe halt schon viel darüber gehört, über das Derby, dass es ein bisschen anders ist als in der DEL zum Beispiel. Aber ja, es war am Anfang ein bisschen durcheinander, auch gleich mit der Strafe von mir. Es war ein bisschen blöd. Aber es ist super Stimmung gewesen und die Mannschaft hat mich auch gut aufgenommen und mich gut vorbereitet drauf und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Löwen sind in der Oberliga West derzeit einfach eine Klasse für sich. Nach Platz 1 in der Hauptrunde ist ihnen auch in der Meisterrunde der Triumph nicht mehr zu nehmen. 15 Punkte Vorsprung vor Kassel, auch wenn die Löwen im Derby am Freitag erstmal das 0:1 hinnehmen mussten. Doch sowas können die Frankfurter innerhalb einer halben Minute drehen. Der Ausgleich durch Chris Stanley im zweiten Drittel. Gefolgt durch die Führung durch Lenny Gehr gerade mal 34 Sekunden später. Sogar Spieler, die eigentlich angeschlagen sind, können gleich doppelt treffen. Chris Stanley zum zweiten, trotz einer Infektion im Oberschenkel. Und auch wenn der Gegner noch einmal herankommt, lassen sich die Löwen nicht beirren. Nach dem Anschlusstreffer der Huskies im Schlussdrittel Kapitän Stefan Kreuzmann mit dem 4:2. Am Ende gewinnen die Frankfurter das Hessen-Derby nach einem weiteren Tor technischer Art deutlich mit 5:2 und fühlen sich bereits 5 Spieltage vor Ende der Meisterrunde fit für die Aufstiegsrunde. Ja gut, ich sag mal, die Mannschaft hat eh genug Schwung, denke ich, bis jetzt mit den ganzen Siegen. Und das merkt man auch, sobald ich den ersten Tag in der Kabine war, war super Stimmung und die Mannschaft will auf jeden Fall den Aufstieg. Und das gibt einem auf jeden Fall Schwung für die nächsten Spiele, klar. Richard Gehlke selber kassierte am Sonntag beim Tabellenvierten Hamm prompt die nächste 10-Minuten-Strafe. Die Löwen dennoch mit einem 3:2-Sieg. Neben Frankfurt und dem Tabellenzweiten Kassel werden wohl Duisburg und Hamm in die nächste Runde einziehen. Und gegen die Hammer Eisbären geht es für die Löwen auch wieder am kommenden Freitag. Noch 5 Partien, dann beginnt die Gruppenphase gegen die besten Oberligisten aus dem Norden und Osten, ehe es gegen die bayerischen Teams und die abstiegsbedrohten Zweitligisten geht. Vielleicht winkt den Löwen dann auch ein Derby gegen Bad Nauheim. Doch erstmal können sie ausgiebig die Meisterschaft in der Oberliga West feiern.